Alexa habe ich mehr als quälig und nicht als cholerisch aufgefasst. Ich meine, 180 und aufgedreht, stehe ich nicht so zu Alexa packen. Hier ist neu, ne? Das ist die Folgequest. Jo. Team, Aufstellung. Bye. Das Witzige ist, Level 36, das heißt, wenn wir von jetzt an mit Alexa mitmachen würden und wir würden sie auf Level 36 hochtrainieren, dann hätte sie das ungefähre an ja, dem, was wir so brauchen für sie. So, wen haben wir denn hier? Eine Art Folgequest für Fork. Auch im Sylvalum. Benötigt der Level 19. Es ist Nacht. Ist ein Sylvalum. Meinetwegen auch Fork. Das sind keine Voraussetzungen. Klar. Wouldn't be here if you weren't, right? Perfect. Let's drink. I'm buying. That's what I wanted to hear. Let's keep this party going till dawn. Indigent skulls, of course. What else would an interceptor do? Anyway, guess I never introduced myself. The name's Fry. The rest of the interceptors call me the Killer Ostrich. Worst nickname ever, right? Well, I love it. I'm always taking the dangerous jobs nobody else will touch with a 10-foot pole. Hence the nickname. Well, the killer part, anyway. I take it as a compliment. But it means I gotta nick some nasties today if I want to keep my rep. Care to join me? Seeing as we're old pals and all now? Good energy. I like you. Let's you and me knock this baby out of the park. Today's mission is critter cleanup out in Sylvalum. There's a lot of them, though. It'd be a hassle to explain it, so just check your comm device later, okay? We'll take them out in the order they're listed. Alles klar. Ich habe nicht ablehnen wollen beim Ertrinken, weil der hat sich gerade so gefreut. Aber generell lehne ich ab. Das sind nur Vorfixe, das ist ja langweilig. Naja. So. Level 11. Da kommt noch was, höchstwahrscheinlich. Die One hätte ich doch wahrscheinlich.
Okay, war mal der erste Hit nicht getroffen. Echt blöd, wenn man umwerfen wollte, aber dann auf einmal den Übertakten auswählt. Naja. Ach, so nacheinander. So, laut Gebiet ist das nicht der Tyrann, der Genoss in Unwesen treibt. So, was muss ich latzen? Da. Wo ist er denn hin? Ach da. So. So. Und dann. Wer ist sauer auf uns? Ach so. Jo. Seltsame Visionen. Die sind schon ein bisschen tiefer im Gebiet. Dann müssen wir schon die Steinmauer überwinden. Oder unterwinden, nicht den Durchgang. Mit unserem Level haben wir wirklich nirgends mehr Probleme. Ah, ich weiß noch damals. Das ist regelrecht jedes bei jedem dritten Versuch irgendwo gestorben. Naja, wir nicht. Ich hab's versucht, onscreen natürlich immer tunlichst versucht, so vorsichtig wie möglich zu sein. Offscreen bin ich hingegen schon sehr, sehr oft gestorben. Knallstiefmütterchen. Wir können ja mal die Silvalum-Pflanzen nochmal ins Lexikon reinhauen. Mann. So, mal sehen, was Rudeltiere sind. Ja. Okay, Nummer Uno. Und die DOS. Den dritten im Bunde müssen wir noch kurz warten. Oh, das war's. Hä, wer hat denn noch Angst? Ach so. Das ist ein Sacrifol und keine Martifol. Hm. Sacrifice bedeutet ja Opfer. Also, ist das so ein Selbstmörderpflanze oder was? Also, die irgendwann explodiert? Besiege zwei Blauhuf. Okay. Blauhuf, das sagt schon alles. Selten so Quests, bei denen man einfach nur latzen muss. Natürlich muss man bei jeder Quest irgendwo was latzen, aber eine Quest, die nur daraus besteht, einfach jedes Vieh, das es hier gibt, einmal durchzuschnetzeln, das hat man noch nicht.
Na. Bei. Um eins. Achso, du bist das. Nehmen wir mal den Level 20er. Ach, der Level 19er drängt sich gerade so auf. Ups. Der hält weniger aus, als ich dachte. Utsch. Ui, das hat sogar Schaden gemacht. Wer bist du? Niederträchtige. Das könnte sogar das Gebietstyrann sein. Den platze ich mal eben schnell. Rückseite. Ach. Ist sogar auf Kudern gegangen dadurch. Die Chance auf einen Seitenangriff? Nee. Jetzt. Das erste Vieh, das irgendwie in der Front Schaden macht. Und tatsächlich hatte ich recht. Das Ding war hier. Ah, sag mal schnell. Gebietsvieh. So. Segment erforscht. Achso. Well, that takes care of that. Today was easy street. Didn't know he was in the company of a master. How useful. Let me see. I'd say four fingers of scotch, give or take. Hey, why the scowl? That's a lot. You have any idea how hard it is to make good booze here on Mira? It's the most precious thing we got. Well, after the life over there, you should be proud. I'd work with you again any day, no question. That's what I'm saying. And I'm happy to help out with your missions, too. Anytime you see me hanging around the diner, hit me up. Alles klar. Da Fork verboten war, gehe ich mal von aus, dass es die beiden Brüder sind. So, wenn Fry frei hat, hängt er oft beim Repenter Diner herum und kippt sich einen Rehbinde. Er nimmt mit Vorliebe haarsträubende Missionen an, vor denen andere Blades schreiend davonlaufen würden. Das hat ihm den Spitznamen Schneidender Strauß eingebracht. Fry durchsiebt feindliche Horden mit Salven aus seiner Gatling. Sein Kampfstil kommt dem eines Samurai-Pistolero am nächsten. Ja, ein Samurai-Pistolero mit Gatling, alles klar. Gut. Witzig, dass wir mehr als ein Segment durch diese Quest abschließen konnten. Schon cool. So. Bin mal gespannt,
Ich lade mal durchs Geschäftsviertel. Ein wenig. Und schauen mal, ob wir da irgendwelche weiteren Charaktere einsammeln können. Denn auf Charakterejagd kann man noch nicht gehen. So. Oh. Bin tatsächlich zwischendurch auf den Knopf gegangen, hab mich schon gewundert. Bin auf den Knopf gekommen, dass, wo, das Bild alles auf dem Gamepad auch angezeigt wird. Katzenjammer. Eine Quest, die mit Gewinn funktioniert, aber wirklich. Also, es ist wirklich eine reine Harmoniemission für Gewinn. Die dazu führt, dass Gewinn etwas Harmonie dazu bekommt. Ist auch ganz nett eigentlich. Man kann Haustiere haben? Habe ich hier gerade gelesen. Moment. Wenn wir hier stehen, wir Lynn aus dem Team haben, es Nachmittag ist und wir einen Hund als Haustier haben, können wir mit Lynn hier reden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wann man einen Hund als Haustier bekommt. Laut Gebiet gibt es hier keine Harmonie-Quests mehr. Ist ja schade. Schade, es auch erstmal gegen die Wand zu knallen. Scheint aber tatsächlich der Fall zu sein. Wir haben alle Harmonie-Quests gemacht. Lass mal zum Wohngebiet rüber. Hallo, Vara Vara. Gespräche sind ganz witzig, aber warum ist der Nordeingang nicht offen? Ich hätte vielleicht in den Scale steigen sollen. Ups. Puh, hier ist auch viel. Sollen wir Datenspionage jetzt aber mal machen? Bin echt unschlüssig. Also, wir haben ja sehr viel Freiraum jetzt. Viel zu tun und irgendwie auch nicht. So, schauen wir erstmal im Wohngebiet. Wenn uns die Harmonie-Quest dort nicht irgendwie ansprechen, können wir es ja auch lassen. So, die Hoffnung steht zuletzt. Koldros. Ja, das machen wir noch gar nicht. Und die Nebenmission Liebesperlen habe ich auch irgendwann weggeschmissen. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, wann wir die mal wieder annehmen können. Also, ja, die so lange im Inventar, dass ich schon dachte. Gibt's sie irgendwie? Tyrannensichtung. Hey. Ach nee. Pflichtperson Fogg und gesperrt Fry. Unerreichbar. Ich sag ja, die beiden sind irgendwie Kumpels, Brüder oder so. Auf jeden Fall darf man die zusammen nicht benutzen. So. Hundo ab, ne? Alter Haus, altes Haus. So. Hier war doch hier Dingens. Genau, HP. Hm.
schmeiß schon mal den ganz wieder aus dem Team. Wie, nee, blöde Frage. Ich wollte gerade fragen, wieso haben wir Alexa denn drin behalten, aber Fry nicht, also wieso haben wir Fry drin behalten, aber Alexa nicht, aber wir haben Alexa ja auch rausgeschmissen. So, das war Boost, soweit ich das im Kopf hatte, ja. Nicht Boost, Duck. Boost war da hinten. Hab nur dieses männliche Gesicht gesehen und dachte mir, das ist er ja, aber das ist er ja nicht. Boost ist da hinten.